Hallo, wir erklären euch heute die Projektwoche des Schulzentrums an der Alwin-Lonke-Straße. Die Projektwoche ist etwas ganz Besonderes. An der Alwin-Lonke-Straße lernen die Schülerinnen und Schüler normalerweise in etlichen separaten Bildungsgängen. Während ein Teil der Schülerinnen und Schüler täglich zum Unterricht erscheint und beispielsweise den mittleren Schulabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur anstrebt, besuchen die Schülerinnen und Schüler der dualen Bildungsgänge die Schule nur zeitweise. Den Rest der Zeit verbringen sie in ihrem Ausbildungsbetrieb oder in der überbetrieblichen Ausbildungsstätte. So kommt es, dass viele Schülergruppen nie Kontakt miteinander haben, obwohl sie die gleiche Schule besuchen. Um dies aufzubrechen, wurde die Projektwoche ins Leben gerufen. Hier arbeiten Schülerinnen und Schüler aus allen Fachrichtungen und Bildungsgängen eine Woche lang an gemeinsamen Projekten und lernen neue Personenkreise, Inhalte und Methoden kennen. Die Lehrkräfte bieten einzeln oder im Team verschiedene Projekte an. Auch für Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, eigene Projekte ins Leben zu rufen oder Projekte mitzugestalten. Dazu müssen sie eine oder mehrere Lehrkräfte finden, die ihr Projekt unterstützen. Jedes Jahr werden etwa 30 Projekte angeboten. Diese reichen von sportlichen Projekten über Fachtheorie bis zu praktischen und handwerklichen Tätigkeiten. Im Mai werden die kommenden Projekte auf der Webseite der Projektwoche vorgestellt. Die dualen Bildungsgänge müssen bereits im Juni auswählen, an welchen Projekten sie gerne teilnehmen möchten. Alle anderen Schülerinnen und Schüler wählen ihr Projekt im August. Bei der Wahl müssen immer mehrere Projekte ausgewählt werden, damit möglichst alle Schülerinnen und Schüler einem Projekt zugeordnet werden, das sie auch gewählt haben. Die Verteilung ist ein komplizierter Prozess. Deshalb ist es nicht immer möglich, dass alle ihre Erstwahl erhalten. Die Projektwoche findet jedes Jahr kurz vor den Herbstferien statt. Etwa 2 Wochen vorher wird bekannt gegeben, wer in welchem Projekt mitarbeitet. Dann findet ein Vortreffen zu jedem Projekt statt. Hier werden die Details besprochen. Wann geht es los? Was muss ich mitbringen? Wo muss ich hin? Das ist wichtig, denn nicht alle Projekte finden auf dem Schulgelände statt. Dann ist es endlich soweit. Die Projektwoche beginnt. 4 Tage lang arbeiten Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam an ihrem Projekt. Es wird gelernt, gebaut, gebastelt, geprobt, gespielt, gerechnet und dokumentiert. Am Ende haben alle etwas Neues gelernt. Die Ergebnisse der Projektwoche werden dann am Freitag präsentiert. So bekommen alle einen Überblick über die verschiedenen Projekte. Vielleicht entwickelt sich daraus auch ein neues Hobby oder eine Idee für die nächste Projektwoche. Was bleibt? Neue Kontakte, neue Freundschaften, neue Lernerfahrungen, das Erkunden von Interessen und der Blick über den Tellerrand. Schülerinnen und Schüler können hier ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten abseits des theoretischen Unterrichts zeigen, erleben und erfahren und Spaß dabei haben.